So Leute, da sind wir wieder mit One Piece Pirate Warriors mit Und wir dem hatten einen Frosch Rishers. im Hals. Hab ich? Ich habe zwei. So, vorab eine Frage. Ich nehme mal was vorweg. Was glaubt ihr? Es ist meiner Meinung nach noch nicht bekannt, wie Buggy einer der sieben Samurai geworden ist. Gerne mal ein paar Theorien in die Kommentare schreiben. Er Ich hat einen hoffe, der wir. Samurais getötet. Nein. Okay. Ey, war Okay. nur eine Theorie, du hast mich gefragt. Okay, wir fangen an. Ruffy versus Buggy, der Clown. Buggy. Der ist ein bisschen buggy heute, ne? Der ist ein bisschen buggy heute, genau. Ernsthaft? Hoffen wir mal nicht, dass der Part buggy wird. Mein Gott. So, Fähigkeiten-Poster. Ach, Fähigkeiten-Poster. So, wir gucken uns erstmal die Legenden an. So, Ruffy versus Buggy, ne? Also abschließen. Erlange eine Abschlusszeit von S. Das ist eigentlich am einfachsten. Schließe auf schwer ab. Besiege, Fra in dem Fall Buggy mit einem Kizuna-Angriff. Erlange eine Bewertung von S. KOS, Ausrufezeichen S. Schließe alle Schatzereignisse an. Lass keinen Dorfbewohner fliehen. So, soweit, so gut. Dann Soweit die gut. Schatzereignisse. Erobere mit Zoro schnell und möglichst unverletzt die gegnerischen Territorien. Das wird, denke ich mal, einfach. Hole mit Ruffy ein oder ohne Verbündete in Schwierigkeiten. Ach, hole mit Ruffy Fragezeichen, Fragezeichen ein, ohne Verbündete in Schwierigkeiten zu bringen. So, jetzt haben wir zwei Charaktere, mit denen wir das Level durchspielen müssen. Da ihr verschiedene Charaktere sehen wollt, würde ich sagen, spielen wir in dem Fall diesmal mit Zoro. Richtig. Machen da das Berry-Wachstum, wovon der Wishes gesprochen hat. Und wir können jetzt so Richtig. hochgehen mit dem Wachstum, wie Ruffy stark, also so stark wie unser stärkster Richtig. Charakter ist, so stark können wir die anderen jetzt anpassen. Somit hat Zoro jetzt Level 5. Jetzt könnten wir Falsch. noch Münzen verwenden. Wieso falsch? Ich wollte mal was anderes außer richtig sagen. So, da verwenden wir jetzt die Münzen, haben jetzt hier aber noch kein Upgrade gemacht und setzen jetzt sofort die Segel. Richtig. Und ich sollte vielleicht den Sound mal einstellen. Super. Super, Hochprofessor Mel. Ja, ich bin noch in der Beta-Phase, ne? So. Man merkt es auf jeden Fall. Kapitel 1. Kapitel 1. Kaigun Nyutai wo hatashita Kobi to wakare. Kenshi Zoro wo nakama ni kuwaeta Luffy wa One Piece he to tsuzuku kouro, Grand Line wo medashite shukkou shita. Okay. Shikashi, koukai jutsu wo motanai futari wa futatabi sounan. Luffy wa tori ni saraware. ゾロとはぐれてしまう。やがて見知らぬ町にたどり着いたルフィは、そこで海賊専門の泥棒、ナミと遭遇した。ナミは海賊、道化のバギー一味から海図を盗もうとして追われているところだった。ナミが優れた航海術を持っていると知ったルフィは、航海士として仲間になるよう提案。それに対してナミは一つの条件を提示する。その条件とは、ナミと共にバギーの元に行くこと。それを快諾したルフィはナミの案内でバギー一味が占拠する店を訪れるが、海賊たちのいる酒場は。で、や、何しに行くんだ。それは言っての、お楽しみよ、海賊のお兄さん。で、何すんだ。改造開始した上に親分打って一味に入りてえた面白え女だ。まったく海賊ってのは単純でやりやすいわ。予想外に簡単にお宝をいただけそう。さてナミ、お前の元親分をバギー玉で消し飛ばし、俺様への忠誠を誓うのだ。あいつを殺す？私は結構です。それより、そうだ、歓迎パーティーの続きをしましょう。やれ。手が震えてるぞ。中途半端な覚悟で海賊を相手にしようとするからそうなるんだ。覚悟って何よ。人を簡単に殺してみせることがそうなの？違う。自分の命をかける覚悟だ。ナミ、てめえ、どういうつもりだ。なんだお前、
今さら俺を助けてくれたのか。バカ言わないで、勢いでやっちゃったのよ。たとえ真似事でも、私は非道な海賊と同類にはなりたくなかったから。私は大切な人の命を奪った大嫌いな海賊と同類には。Ist halt wie bei auf One Piece Tube, ne? Man liest Untertitel. Zorro! Okay. Jetzt darf jemand einen Arzt rufen. Er ist mit ihm durchgegangen. なんて手応えのねえやつだ。何がおかしい。おとなしく檻の鍵を渡せ。バラバラの実、それが俺の食った悪魔の実の名だ。逃げろゾロ。了解。ちょっ、あんたはどうすんのよ。おい、天下だ。え、はい。よせ、伏せろ。Übrigens muss man, also das ist schon mal ein Kritikpunkt an dem Spiel, mit diesen Zwischensequenzen haben die echt schlecht gemacht. Das muss ich auch mal kritisieren. Aber für dieses Genre ist normal. So, ich würde sagen, die Leute schon so sehr dran gewöhnt, dass da keiner mehr drüber meckert. Wir starten, ne? Nennt man Visual Novel Style. So, wir spielen jetzt mit Zorro. Zorro hat die Eigenschaft leider langsamer als Ruffy zu sein, muss man einfach mal sagen. Aber dafür haut er gut rein. Ja, ich würde sagen, Damage ist auf jeden Fall höher. Alle sind langsamer als Ruffy. Nö, Sanji finde ich nicht. Ich wollte gerade sagen, alle sind langsamer als Buffy, aber... Nee, Buffy hat hiermit nichts zu tun. Ja, ich habe auch ehrlich gesagt noch nicht so oft mit Zorro gespielt. Ich mache es jetzt eigentlich nur, damit wir mehrere Charaktere haben. Ja, ich weiß, wie man Tutorien, die Sachen einnimmt. Danke. Freu dich, das wird die nächsten 5-6 Parts noch so weitergehen. Ich glaube, ich habe noch ein paar 10 Tutorials ins Gesicht gedrückt bekommen. Ja, du warst auch nach den Anzahl von Parts auch noch nicht wirklich weit. Muss man auch mal sagen, ne? Nee. Der Bentner hat wieder dicke Eier. Ich bin viel weiter als du. Komm mal, Fräulein hier, ne? Werde jetzt nicht frech hier, ne? Bin ich schon. Keine Angst. Merkt das schon hier. Muss wohl jemand wieder gezüchtigt werden. Was ist los mit dir? Ich habe heute Domian seit langem wieder geguckt. Es ist. Ich wollte gerade sagen, es ist herrlich. Es ist erschreckend. Das trifft's wohl eher. Erschreckend ist es. Es macht dich einfach in deiner unschuldigen Psyche kaputt. Worüber diese Menschen da reden. Wie sie darüber reden. Was sie erzählen. Macht dich das kaputt? Stört dich das? Nein, stört mich nicht, aber es ist... So, jetzt mal, du bist ja in One Piece nicht ganz so involviert. Jetzt wird mich mal interessieren, welchen Charakter du von der Psyche her am interessantesten findest. Von der Psyche her? Ja. Du bist ja so einer, der immer so auf, mich interessiert, der psychologische Aspekt, drauf bist. Und da würde es mich einfach mal interessieren. Figuren. Ja, aber die haben ja bestimmte Charaktere. Ja. Und wen findest du denn persönlich am besten und warum? Ich kann dir sagen, welchen Charakter ich vom Design her cool finde, aber nicht von der Psyche, da habe ich mir noch nie einen Kopf drüber. Also vom Charakter, Art, Design quasi. Also ja, wie vom du Art Design, also kannst du auch groß sagen. Kreativ finde ich die One Piece Charakter jetzt nicht. Also das sind typische, wie sagt man, Shonen Charakter. Ja, ich habe es schlau gelesen im letzten Jahr, könnt ihr mal sehen, Freunde. Weißt du, was ein Shonen ist? Nee, ehrlich gesagt nicht. Ach, Shonen ist eine Art Jugendanime. Yu-Gi-Oh! Ist ein Shonen.
Oder Digimon ist ein Shonen. Oder Pokémon. Eigentlich alles, was wir auf RTL 2 hatten, fällt unter die Kategorie Shonen. So, sollte ich dir jetzt gerade Quatsch erzählen, wird es auf jeden Fall in den Kommentaren stehen. Aber ich meine, Wishes hat sich schlau gemacht und ich meine, gelesen zu haben, dass Shonen nichts anderes sind als Jugend-Animes. Der Ruffy redet gerade. Oh. Tut mir leid, Ruffy. Das finde ich eigentlich einen sogar relativ interessanten Dialog, muss ich mal sagen, weil hier wirklich dargestellt wird, dass die alle verschiedene Ziele haben und unter den Bedingungen erstmal losreisen, weil, wie ihr wisst, Ruffy, König der Piraten, Zorro, bester Schwertkämpfer, Nami will eine geile Weltkarte machen und das finde ich eigentlich auch so gut an One Piece, dass die alle so verschieden sind und dennoch gemeinsam auf ihre Ziele hinarbeiten. Ja. Das muss ich jetzt sagen, sonst vergesse ich es wieder. Ich finde es einfach zu lustig. Wieso? Da werden mich die Leute da draußen in den Kommentaren schon nicht schonen, wenn ich dir Scheiße erzähle über Schonen. Nein? Musst du das machen? Ja. Zwingt dich jemand dazu? Wir gehen erstmal oben lang. Ich selber. Nee, aber kommen wir zurück zum Art-Design. Wir haben ja über was ganz anderes diskutiert. Ich mochte eigentlich vom Art-Design her. Wie gesagt, ich bin da nicht so dick drin. Ich finde, One Piece ist an vielen Aspekten mir einfach auch zu albern. Ist aber rein subjektiv, also wenn die da mit Schnecken telefonieren. Ach, das finde ich eigentlich ganz gut, so gehen sie halt manchen Sachen aus dem Weg wie zeitliche Aspekte, ne? Ja, das ich sag ja, ich hab's damals in einem alten LP schon gesagt, ich will der Serie überhaupt nicht ankreiden objektiv, weil ich mich dafür überhaupt nicht mit der Materie auseinandersetze. Und auch, mit dem Genre, woraus diese Serie entstammt. Und dementsprechend, aber mir war das halt an vielen Aspekten zu albern. Welche Charakter ich so in meiner Teenie-Zeit cool fand, sind wahrscheinlich so die Standard-Charakter, wo du dich heute fragst, warum du sie cool findest. Zum Beispiel der Typ hier, Smoker, mit seinen drei Zigarren in der Fresse. Smoker finde ich schon echt geil. Mich wundert's, dass du das nicht in Deutschland zensiert haben. Was heißt in Deutschland? Eigentlich wir Deutschen, wir haben uns wegen sowas eigentlich wenig ins Hemd gemacht. Es gibt andere Länder, wo sowas eher kritischer gesehen wurde. Wir erinnern uns an Lucky Luke, ne? Dem man seine Zigarette weggenommen hat. Hat man? Ja, hat man. Nicht in Deutschland, aber in anderen Ländern. So, warte. Das finde ich jetzt doof gemacht. Also das war ja jetzt Alvida. Und jetzt wird ja die Alvira. Alvida. Nee, wir haben die Elvira genannt im LP. Elvira. War das nicht hier, Mrs. Busbauen kommt später, ne? Wer ist denn Mrs. Busbauen? Ich hab dein LP nicht geguckt, sorry. Die Fette, die später dünn wird und dann... Genau, das ist Alvira. Und das, finde ich, wird hier nicht so richtig gut erklärt, das, Kommt noch. Kommt alles noch, ne? Wir sind erst in Part 2. Mein Freund. Ja, aber Alvida ist ja jetzt nicht so Ewigkeiten lang. Ja, wie gesagt, Smoker fand ich vom Design eigentlich ziemlich cool. Ich würde jetzt sagen Zorro, aber Zorro ist auch nichts anderes als Vegeta. Nee, Vegeta, das kannst du ja überhaupt nicht vergleichen, Alter. Doch, der guckt auch die ganze Zeit, als wenn er gerade kacken müsste. Darf doch so gucken, wenn er kacken muss? Was? Darf doch so gucken, dass er kacken muss? Oder was hast du jetzt gesagt? Nein, darum geht's nicht. Das sind halt diese Charakter, die halt immer ernst reinblicken. Überleg mal, hast du die Serie Beyblade früher geguckt? Och, hör auf, Kai, ne? Da gab's auch so einen Typen, der Horn so geguckt hat.
Oder wo gab's das noch? Yu-Gi-Oh! Seto Kaiba. Auch der typische. Das ist halt typisch für Shonen. Für Shonen-Animes. Diese Animes bedienen Klischees. Und Seto Kaiba, Vegeta, Lorena Zorro und dieser Kai-Typ aus Beyblade, guck dir die mal nebeneinander an, weißt du, was ich meine. Und dann nimm dir mal Ruffy, Son Goku, egal aus welcher Staffel, irgendeinen Digimon-Haupthelden, Tai, wie hieß der andere, Davis. Und weiter habe ich nicht Davis, mehr geguckt. Ja, ja, Davis. Weiter habe ich nicht mehr geguckt. Ach, Digimon Tamers kannst du nachholen. Das fand ich sogar noch ganz gut. Oh, ich weiß nicht, als sie da anfing mit Yu-Gi-Oh! Richtig bescheuert wurde es, als ich gehört habe, dass sie sich mit dass sie selber zu Digimon werden. Da dachte ich auch so, yo. Nee, das habe ich mir mal angeguckt, das fand ich auch nicht so klasse. Aber ich muss ehrlich sagen, Digimon Tamers mit den Karten fand ich noch ganz in Ordnung. Ja, aber pass auf, jetzt nimm mal Ash, Ruffy, den Hauptcharakter von Beyblade, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, der war nicht aus. Voll Tyson. Tyson, genau. Son Goku, du hast ein sehr gutes Namensgedächtnis, mein Freund. Respekt dafür. Tyson, Son Goku. Props in die Kommentare. Nein. Ruffy. Ich könnte weiter so machen, Alter. Naruto ist doch auch so eine Pappenheimer. Die sind von ihrem Urkern alle gleich, die Hauptcharakter. Genauso wie es halt diese. Oder. Ja, gut, Yugimoto sticht da noch ein bisschen raus. Ich würde einen Yugimoto nicht mit einem Son Goku in den Topf schmeißen. Der war dann doch ein bisschen bodenständiger. Aber Seto Kaiba, Vegeta, jeder Anime hatte einer dieser, ich muss gleich kacken, Charakter, die immer so zwischen gut und böse stehen. Also nicht wirklich böse sind, aber da sie immer so mies drauf sind, böse gucken. Was ich sagen muss ist, aber da hat's Dragon Ball ein bisschen besser gemacht. Sie haben es mit Piccolo geschafft, so ein ich muss kacken Charakter einigermaßen charakteristisch zur guten Seite der Macht zu bringen. Findest du nicht auch? Auch das Piccolo war sehr kreativ, umgesetzt, wie sie es gemacht haben mit Son Gohan, dass der Son Gohan aufgezogen hat, indirekt. Weil Son Goku ist ja ein arbeitsloser Penner. Der war tot. Familie scheißt. Er war tot. Ja, aber ohne Scheiß, ich gucke ja Dragon Ball Kai momentan noch. Ich bin jetzt gerade bei der Buu-Saga. Mir ist einfach mal aufgefallen, was für ein Penner der Typ ist. Den geht's nur noch ums Kämpfen. Bei Cell am Ende sagt er noch so, ja, ich bleib jetzt lieber tot, weil... Weißt du, die Bösewichte kommen doch sowieso noch auf die Erde, weil sie gegen mich kämpfen wollen. Dann kommt Majin Buu und der Typ hat einen Tag bekommen, haut dann wieder ab nach oben, obwohl sie die Dragon Balls gesammelt haben und sagt nicht mal, ja toll, jetzt ist Majin Buu sowieso gekommen. Also meine These, dass wenn ich tot bin, bringt es keinem was, ist hinfällig. Nö, der haut einfach ab, scheißt einfach mal drauf auf die Familie, die unten ist. Chi-Chi, die arme Frau, die 7 Jahre ohne Mann zwei Kinder durchernähren musste. Und ich weiß doch, es gab eine Szene, wo es darum ging, dass Son Gohan gestorben ist, weil sie geglaubt haben, er wäre gestorben. Und Chi-Chi fing an zu heulen und Son Goku haut die eiskalt rein. Hör auf zu heulen, Vibe. Das ist voll schon ein Mann, den man sich wünscht, oder? Findest du noch nicht mal das Art-Design von... Hau dir jetzt auf die Fresse, dann ist alles gut. Findest du noch nicht mal das Art-Design hier von Chopper eigentlich gut? Mit der Verwandlung? Ich fand das wieder zu übertrieben mit der Verwandlung. Ich muss aber sagen, ich habe die Folgen damals gesehen, als sie bei RTL 2 liefen. Wie hieß der Arc nochmal mit Chopper? Ja, jetzt weiß ich nicht, wie die Schneeinsel hieß. Wir werden da auf jeden Fall noch zukommen. Auf jeden Fall mit den Kirschblüten. Ich fand auf jeden Fall Chopper so als bodenständigen Charakter, als Arzt, fand ich den damals cool. Aber als ich dann gesehen habe, dass der sich zu so einem Monster-Elch verwandeln konnte, dachte ich mir so... Schade. Gerade war noch cool. Ich habe da so meine Eingeschmäcker. Ich bin halt, auch was Animes angeht, ich bin auch nicht so offen. Ich weiß, viele Animes, die momentan sehr gefeiert werden hier im Westen, sind ja auch sehr übertrieben. Wie hieß dieser Scheiß hier mit den Robotern? Metal Gear Solid. Genau, Metal Gear Solid war das. Wer kennt's nein, nicht? Nein, Full Metal, Full Metal Alt. Nee, ich hab's nicht geguckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, irgendwas mit Religion im Name, da hat der TT immer vollkommen gesperrt. Ihr wisst sicher, was ich meine. Es gibt einmal Full Metal Alchemist und dann gibt's immer noch einen anderen Anime, der in die Richtung genannt wird. Religion. Optimus Prime. Nein, so. Religion Transformers, genau. Psst. お宝が手に入ったわ。ま、結果オーライね。何？俺の財宝を話さなきゃ。いやよ。なんで私の宝を置いてかなきゃいけないのよ。当たり前でしょ。
海賊専門の泥棒のあたしが今海賊から宝を奪ったんだから、この宝はあたしのもんだって言ってんの。たわけ、盗んじまえばてめえのもんになると思ってんのか。てめえは一体どういう教育を受けてきたんだ。悪党が悪党に説教、持論のバカバカしさはお互い様でしょ。非道な海賊に間違いを正されるほど落ちちゃいないつもりだけど。言いてえことはそれだけか。覚悟はできてんだろうな。Alles klar. Ich bin immer noch nicht auf den Namen gekommen, also denke ich mal, einer von unseren aufmerksamen Zuschauern wird da sicher unseren Horizont erweitern können. Ihr könnt mir gerne mal, da würde ich mich sehr drüber freuen, Animes empfehlen, weil ich bin im Moment so wieder im Serienrausch und ich bräuchte echt mal einen guten Anime, um meine Freundin davon zu überzeugen, dass sie auch welche guckt. Kriegst du sie so Freundin langsam dazu, vielleicht Death Note zu gucken? Meine Frage, würdest du mit deiner Freundin, weil ich weiß, dass ich zum Beispiel nicht mit jedem Menschen diesen Anime gucken würde, würdest du mit deiner Freundin Elfenlied gucken? Nee, das weiß ich aber auch, dass er die für die halt nichts ist. Weil das ist zum Beispiel interessant. Also ich muss ja sagen, ich musste mal lange zu Elfenlied prügeln. Ich hab's geschafft dann. Ja. Hast du geschafft? Ich hab dich geschafft. Da ist der Wollen. Aber ich bin ganz ehrlich, habe ich hart dran genagt und ich weiß nicht, das ist glaube ich so einer der Animes, den kannst du nicht mit jedem gucken. Ne? Ich muss sagen, ich habe den nochmal geguckt irgendwann, weil ich hatte einfach nichts zu tun. Ja, beim zweiten Mal, ja, der geht ja auch nicht lang, 4 Stunden, genau, ist das nur ein Film. Genau, ja, untertreibt jetzt nicht, aber ich muss sagen, hat mir dann nicht mehr so zugesagt wie beim ersten Mal. Ich muss sagen, auf jeden Fall, ich habe ihn auch zweimal gesehen und ich war beim zweiten Mal immer noch minimal geschockt, fand ihn aber nicht so heftig wie beim ersten Mal. Also ich habe ihn aber auch beide Mal, nee, das zweite Mal habe ich ihn nicht am Stück geguckt, das erste Mal habe ich ihn in einer Nacht geguckt. Deswegen weiß ich, dass der nicht lange geht. Ich glaube, ich habe irgendwie um 12 Uhr angefangen und war um 4 Uhr morgens fertig. Oder 5 Uhr morgens. Weil du darfst ja nicht vergessen, es ist ja immer noch 2 Minuten Opening und Ending. Alter, das ging schnell. Ja, aber Death Note ist zwar sehr Mainstream, aber das ist ein Anime, wo ich sehr froh war, dass ich ihn nachgeholt habe. So, jetzt gehen wir uns einmal wieder. Kann selbst ich als Nicht-Anime-Zuschauer jedem empfehlen, der auch mit Animes nichts am Hut hat. Death Note wird euch sehr positiv überraschen. Ja, Death Note, wie gesagt, das war auch eines so der besten, die ich Cool gesehen habe. Cool Geese? Nie von gehört, kann ich dir nichts zu sagen. Ich glaube, das war die Scheiße mit den Robotern. Die Scheiße mit den Robotern. Das heißt, dieser wunderschöne Anime, von denen alle so gut reden. Ja, habe ich nicht gesehen. Ich bin ja jetzt mal gespannt. Kase macht ja jetzt eine Synchro von Attack on Titan. Oh, da freue ich mich schon besonders drauf. Solange, also Attack on Titan, solange sie nicht Amadeus Strobel mit reinnehmen, ist alles in Ordnung. Ich muss ja sagen, ich bin ein riesen Attack on Titan Fan. Ich fand die erste Staffel so unglaublich geil. Und der Wishes hat sie immer noch nicht geguckt. Nee, ich hab einen Fail gehabt. Ich habe nämlich auf Bitten von Benton konnte ich mir mal eine Folge ausleihen, sagen wir es mal so, und habe in eine Folge reingeguckt und fand die total scheiße langweilig. Und später habe ich herausgefunden, dass das nicht die erste Staffel war, wo ich reingeguckt habe, sondern die OVA. Clever. Das kann er. Wenn er nichts kann, dann kann er das. Und OVAs sind sowieso etwas, ich weiß nicht, ich habe den Sinn von OVAs sowieso noch nie verstanden. Ich auch nicht. Nee, nicht wirklich. Nein. Wenn wir jetzt übrigens hier Alvida besiegen, kriegen wir dann auch nochmal extra eine Münze dazu. Eine Streckung. Wenn wir jetzt Alvida besiegen, kriegen wir jetzt noch extra eine Münze dazu. Ja, mach mal Elvira platt. Wunder, dass die bei dir überhaupt noch lebt. Ja, muss die auch zweimal besiegen. Alvida. Die Elvira. Die kam ja später auch nochmal zurück, aber ich muss ehrlich sagen, ein für mich relativ unnötiger Charakter. Ich weiß nicht. Hat mich jetzt nie so richtig, kann man fasziniert sagen? Oh, ich habe schon viel Energie ich verloren. Ich halte Gehilfe von einem Antagonisten. Was erwarten Sie, Herr? Ja, was heißt Gehilfe? Es stimmt ja auch nicht so ganz, ne? Merci, jetzt habe ich wieder Heldenpower.
Also da muss ich wirklich sagen, und da brauchen wir, glaube ich, nicht um den heißen Brei reden. Was Antagonisten angeht, sind die Japaner nicht die Besten. Also da muss ich wirklich sagen, da haben sich damals die Comics... Du kannst mir doch nicht sagen, eigentlich sind die meisten Antagonisten richtig geil. Ich finde Seto Kaiba in Yu-Gi-Oh! Finde ich super, also ist in Ordnung. Ich finde, bei One Piece, der hat natürlich mehrere Antagonisten, da kann man jetzt keinen... Der Geld hat. Der geht mir voll auf den Sack in Yu-Gi-Oh! Ich meine, Pokémon Gary war ja wohl mal ultra geil. Das hat einfach richtig schön gepasst. Wir haben alle ihre Momente, so ist es jetzt nun auch wieder nicht. Aber, ich meine, Seto Kaiba war ziemlich badass, war ziemlich mies, warum ich mich echt über ihn aufgeregt habe, war, als er gegen Yugi mich duelliert hat, wo er am Verlieren war und sagte, ich werde runterspringen, wenn du mich besiegst. Ja, das war dumm. Nee, das aber war man dumm, muss auch mal einfach sagen... Böse. Da habe ich mir so gedacht, du bist ein elendiger Penner. Die erste Staffel von Yu-Gi-Oh! War auch sehr unlogisch, ne? Das war einer, na gut, er wollte seinen Bruder retten, ne? Ja, nee, ich meine mit den ganzen, da sind so viele Sachen, die eigentlich gar nicht möglich sind, laut Kartenspiel. Ah, meine Güte, die erste Staffel war, ich finde die erste Staffel immer noch unterhaltsamer als viele andere, die danach kamen. Ich fand eigentlich das Königreich der Duellanten am besten, muss ich sagen. Ja, das ist das Königreich der Duellanten, über das... Ach, nicht das Königreich, Battle City fand ich am besten. So, und, aber dann gibt's so Momente wie bei Vegeta, Alter, wo ich im Strahl kotzen könnte. Ich meine, bei Cell hat er ja schon Scheiße gebaut. Da dachte ich noch so, ja okay, er ist halt ein stolzer Krieger, ihm ist alles scheißegal, ja, ich hab's verstanden, okay. Aber dann macht er den Fehler das zweite Mal bei Buu, dann jagt er sich selber in der Luft und der Erzähler redet von die große Legende Cell. Alter, der hat vor 20 Minuten hat der 200 Leute einfach mal so umgebracht. Das stimmt. Also da mit dem Aspekt hast du recht. Dass er sich aber für die anderen opfern wollte, weil er Buu töten wollte, das fand ich eigentlich ganz cool. Das haben die auch ganz episch umgesetzt. Ja, aber trotzdem, dass der Erzähler erzählte, die große Legende. Er opferte sich für seinen Planeten. So, das sind halt diese Charakter, sind nicht so greifbarer. Und da finde ich einfach einen Joker. Ich bin halt momentan Gotham am gucken, tut mir leid. Da finde ich halt einen Joker oder einen Riddler kreativer. Du kannst doch keinen Batman, Bösewicht. Ich finde, was Antagonisten angeht, im Zeichenbereich, habe ich ja gesagt, finde ich Comics-Antagonisten kreativer. Ich mag einen Shredder, ich mag einen Joker, ich mag einen Riddler. Was haben wir denn da noch? Gut, Superman fand ich schon immer unkreativ, aber Superman ist halt der Ursprung. Damals war das noch kreativ. Die schlimmsten Bösewichte gibt's immer noch in Pokémon. Die nervigsten überhaupt. Boah, Team Rocket, Alter, ganz, ganz grausam. Boah, das ist ein Grund, warum ich mir die Serie heute nicht mehr angucken kann. Wenn irgendjemand eine Version findet, ohne Team Rocket 10, gucke ich mir die sofort wieder an. Das ist der Grund, warum ich Pokémon Origins gefeiert habe. Wollte ich gerade sagen, aber die machen ja jetzt schon wieder eine neue Auflage von Pokémon. Team Rocket, ja. Pokémon Origins nicht Team Rocket. Staffel 2 kommt, ne? Exklusiv auf YouTube. So, ein bisschen noch schwächen. Die Hauptserie geht natürlich weiter, solange die noch Geld einbringt. Machen. Ich verstehe nicht, wie Pokémon einfach noch so gut laufen kann. Ich weiß nicht, Alter. Aber ich denke mal, macht viel die Spiele. Deswegen, so, und Fresse halten. Da bin ich halt nicht tief genug drin. Hm? Und Fresse halten. Übrigens muss ich jetzt mal nebenbei sagen, ich mag die Folge, wo Buggy versucht, seinen Körper wiederzufinden. Ist super geil. Ich finde Buggy einfach einen der genialsten Bösewichte. Der hat einfach Humor, der Alte, ohne Scheiß. Anders kann man es nicht sagen. Er hat einfach Humor. Ich finde den einfach so unglaublich witzig. Zorro Level 9, schön. So, haben wir was alles bis auf eins. Was ich auch mal sagen kann, ist, die Props sollte man mal rausgeben. Im Grund mehr Smoker zu mögen. Der deutsche Synchronsprecher ist eine richtig coole Sau. Wer ist denn der deutsche Synchronsprecher? Ich weiß es nicht mehr, wie der Mann hieß. Das ist, glaube ich, der Sprecher von Steven Seagal.
Aber durch einen befreundeten YouTube-Kollegen kam ich mal in das Vergnügen, den ein bisschen privat zu erleben. Und richtig sympathischer Mensch. Einfach total sympathisch. So, jetzt ehrlicher haben wir noch. Mensch, stopp, wir haben jetzt hier noch so Weisheitssachen. Ach, also Weisheit des Krieges. Nee, so Fähigkeiten extra. Die schaltet man mit bestimmten Sachen frei, wie besiege einen starken Gegner mit Zorro oder besiege so und so viele Gegner oder sonstiges. Das gibt's für jeden Charakter und hat immer irgendwas anderes. So. Auf jeden Fall richtig, richtig cooler Hund ist der Typ. So, jetzt können wir Buggy auch benutzen. Du bist aber echt Synchronsprecher geil, ne? Ich stehe da voll drauf. Ja, was denn? Wir haben alles, worin wir ein bisschen nerdig sind. Und mich hat diese ganze Synchronkultur halt interessiert. Ich meine, man redet immer davon, dass Original und Deutsch was besser ist. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn die Leute sich da so drüber aufregen und sich so darüber zanken, dann will ich jetzt auch mal wissen, was besser ist. Und wenn du dich über etwas schlau machst, dann musst du halt dir auch die Zeit nehmen, dich richtig darüber schlau zu machen, und dadurch bin ich zu einem kleinen Synchron-Nerd geworden, klar. Weil okay. Ich mich mit den Sprechern auseinandergesetzt habe, ich habe mich damit auseinandergesetzt, wie arbeiten die Studios, ich habe mich damit auseinandergesetzt, wie arbeiten die im Original in manchen Sachen, in Zeichentrick oder in Real, was wird nachsynchronisiert, weil ich einfach wissen wollte, was jetzt besser ist. So, du streckst den Part. Entschuldigung, ich wusste, ich sehe ja nichts. Ja, ich auch nicht. Tut mir leid. So, hier haben wir die Legende fast abgeschlossen, haben wir halt die Schatzereignisse nicht gemacht, ist aber jetzt Latte. Kannst dich freuen. Ja, endlich, ey. Kann ich auch nicht mehr hören, ey. Und riechen schon gar nicht. So. Alle schreiben sie jetzt in die Kommentare. Fick dich, Wuschel. Genau, sollten sie auch. Wir sehen uns im nächsten Part wieder und spielen dann Captain Black des Superhirn. Damit ciao, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf Wiedersehen.